Dritter Heimsieg in Serie ohne Gegentor. Ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC begrüßen. Ich begrüße auch beide Trainer, Pal Dardai für Hertha BSC und Jürgen Klopp für Borussia Dortmund. Ich darf Pal Dardai um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Erstmal Glückwunsch für die Gegner. Wenn ich ehrlich bin, also meine Gefühle, dann heute haben wir nichts verdient, weil so klare Torschance haben wir nicht rausgearbeitet. Wir haben auch die erste Halbzeit kommen wir raus und die ersten 10 Minuten, das war für mich ein bisschen blockiert oder ängstlich, weiß nicht, wie soll man das nennen. Dann kommt die Standardtor noch dazu. Eigentlich, wir vorbereiten uns sehr gut über die Standardsituation, dann kommt so eine kalte Dusche. Erste Halbzeit kann man komplett vergessen. Zweite Halbzeit kommen wir wieder so raus, dass wir unnötige Tore kassieren. Und danach, ab 65. bis 80. Minute, da haben wir ein paar gute Angriffe gezeigt, ein paar gute Spielzüge nach vorne gespielt, aber trotzdem überhaupt keine große, klare Torschance rausgearbeitet. Und deswegen nochmal Glückwunsch, da haben wir heute nichts verdient. Danke, Pal Dardai. Die Tonprobleme kriegen wir hoffentlich auch noch in den Griff und ich bitte Jürgen um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, ich bin natürlich total zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem mit dem Spiel in großen Teilen, weil wir vieles richtig gemacht haben, was man wahrscheinlich vielleicht auf der Tribüne nicht so mitbekommen hat, weiß ich nicht, aber die Windverhältnisse sind nicht nur fürs Skispringen schwierig, sondern es war für Fußball auch nicht so leicht. Da war schon, hat man ja gesehen, dass der eine oder andere ab und zu mal ein bisschen Probleme hat beim Berechnen des Balles. Dann nicht wahnsinnig hochstehender Gegner, sagen wir es mal so, musst du anspielen. Das haben wir getan, wir haben in den richtigen Räumen gespielt, wir haben den Flügel freigekriegt, haben aus diesen Situationen leider keine Tore erzielt, aber glücklicherweise sind unsere Standards mittlerweile durchaus, haben sich zu einer Waffe entwickelt. Wenn man es trainieren kann, Zeit und Schützen und Kopfballspiel hat, dann macht das Sinn. Machen da ein tolles Tor, Erik macht ein tolles Tor direkt nach der Halbzeit, das nennen wir, glaube ich, gemeinhin sehr günstigen Zeitpunkt. Einen sehr günstigen Zeitpunkt für ein Tor und dann haben wir etliche Kontersituationen gehabt, die wir nicht zu Torchancen haben werden lassen, weil wir dann da nicht klar genug waren und nicht ruhig genug waren. Das ist gut, wir können besser, wird natürlich auch notwendig sein nächste Woche gegen Wolfsburg und Platz 7 fühlt sich an wie der Platz an der Sonne, auch wenn wir sehen, dass da noch ein bisschen Spiel ist, auch nach oben, von hinten haben wir Druck. Aber das haben wir ja doch schon eine ganze Weile. Aber nach vorne haben wir eine Perspektive und das ist für uns richtig cool. Wünsche Paul und der Hertha für die letzten beiden Spiele das Allerbeste. Und ja, haut rein. Dankeschön. Danke, Jürgen. Einen Sieger gibt es auch unter Ihnen, einen werdenden Vater. Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten hat das Huawei-Tippspiel gewonnen und damit ein neues Handy, ein Huawei Ascend Mate 7. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt sicher Fragen an beide Trainer. Wir bitten um ein rechtzeitiges Handzeichen und sind dann schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Die Finger gehen heute erstaunlich früh hoch. Wir fangen an in der ersten Reihe mit Heiko Niederer von der Bild. Herr Klopp, seit Sie Ihren Abschied bekannt gegeben haben, gab es keine Pleite mehr und relativ viele Siege. Haben Sie eine Erklärung dafür? Macht Sie das ein bisschen stolz, dass die Jungs anscheinend wirklich alles dafür tun, Ihnen den gebührenden Abschied zu geben? Ja, klar, also was heißt stolz? Ich glaube jetzt nicht, dass ich der Zusammenhang, wenn der da ist, muss ich noch den irgendwann verstehen. Aber wenn ich das gewusst hätte, ich am Anfang der Saison meinen Rücktritt erklärt. Wenn man schön durchmarschiert. Es ist, glaube ich, der Situation geschuldet, dass wir jetzt sehen, wir haben das mit dem Klassenerhalt geregelt und relativ zügig haben wir dann festgestellt, dass es noch eine Perspektive gibt nach oben. So wie ihr das nennt, das Schneckenrennen um Europa. Glücklicherweise ist es ein Schneckenrennen, sonst wären die alle schon weg. So, jetzt sind wir mittendrin und haben zwei Spiele, die alles andere als leicht sind. Und dementsprechend freuen wir uns darüber. Aber ob das jetzt ausschließlich an meinem Rücktritt liegt, weiß ich nicht. Felix Meininghaus. Herr Klopp, in der zweiten Halbzeit hat sich Ihr Kapitän Mats Hummels mächtig aufgeregt. Über eine Aktion von Mkhitaryan, glaube ich, ist dann auch nach dem Abpfiff, wenn ich das richtig beobachte, direkt verschwunden. Wissen Sie genau, was da los war? Ja, klar. Ja, und das ist menschlich, absolut. Das Spiel ist emotional. Ich bin froh, dass die Jungs da wirklich Emotionen zeigen. Miki trifft in dem Moment die Entscheidung, den Ball nicht wegzuschlagen und nicht abzuspielen, sondern setzt einen Beinschuss an. Da kann ein Abwehrspieler schon mal, da kann ihm schon mal den Kragen platzen, das ist normal. Deswegen gibt es eine Abwehrspieler. Also nicht so, dass Mats ja nicht versuchen würde, ab und zu einen Beinschuss zu setzen.
im falschen Moment. Aber das ist völlig normal. Und das hat mal ganz kurz Micky wachgerüttelt und das ist komplett in Ordnung. Die beiden haben bereits gesprochen. Das war natürlich ist eigentlich ein Kindergeburtstag. Das sind keine unflätigen Worte gesprochen worden. Also ich kann auch Lippen lesen. Und da war alles im grünen Bereich. Gut erzogene Jungs, die sich gegenseitig mal, oder einer hat den anderen mal kurz angeschrien. Alles in Ordnung. Verschwunden ist er übrigens nicht. Er gibt gerade in der Mixzone-Interviews. Ganz normal. Doch, er ist direkt in die Kabine. Ja. Ah, aber nicht abgehauen. Ja, ja. Der Herr im grünen Pullover, bitteschön. Uwe Bremer, Berliner Morgenpost. Zwei Fragen an Paul Dardai. Die Auswechslung von John Brooks, war das leistungsmäßig oder verletzungsbedingt? Und die zweite Frage, was heißt das Ergebnis von heute für eure letzten beiden Spiele? Also erstmal die Brooks sollten wir auswechseln. Er hat Zeichen gegeben, er ist verletzt. Ja, hat er Probleme. Musste man reagieren. John hat gut reingekommen, hat auch immer wieder gut trainiert. Also da war kein Problem. Die andere Sache, wir wollten immer Vorsprung schaffen, habe ich immer gesagt, haben wir immer noch Vorsprung, wenn ich das richtig sehe. Wir sind die 13. und mit einem Sieg nächste Wochenende können wir alles zumachen, denke ich. Und der Plan bis jetzt läuft. Wir haben nicht gepunktet, wir wollten einige Punkte holen. Wir haben kein Glück gehabt gegen Bayern, gegen Gladbach. Heute haben wir also sollen wir nicht Mist erzählen, hier haben wir nichts, sollten wir gar nichts mitnehmen. Und nächste Woche, die Jungs werden sie genauso gut arbeiten wie sonst und dann machen wir das zu. Wir gehen zu dem Herr in der Lederjacke, bitte. Herr Dardai, Sie haben Salomon Kolou zur Halbzeit rausgenommen. War das verletzungsbedingt oder stand da eine andere Idee dahinter? Und ich glaube, Sandro Wagner war am Ende auch angeschlagen. Können Sie sagen, was der hat? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er fällt etwas und Sandro Wagner hat gut trainiert. Er ist auch athletisch groß, hat gerade gut gepasst zu der Abwehr für Dortmund und ich glaube, Sandro hat auch gut reingekommen. Ich habe kein Problem mit Salomon Kalou, er macht einen sehr guten Job, aber Sandro hat auch seine Chance verdient. Wir bleiben im selben Haus, Heiko Niederer, Bild. Man guckt ja in dieser Phase auch immer besonders auf die anderen Ergebnisse, Herr Klopp. Haben Sie sich ein bisschen gewundert oder geärgert über das Augsburg-Ergebnis? Also ich ärgere mich normalerweise nicht über die Ergebnisse anderer Mannschaften und ich habe mich auch nicht gewundert. Bayern ist stark belastet und habe früh eine rote Karte bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Bayern abgeschenkt hätte oder sonst was. Wer sich die Aufstellung anguckt, das ist volle Kapelle, alle Mann an Bord, alle sollten da durch. Und das ist eine Woche, wo es für Bayern ja noch um relativ viel geht in der Champions League, ist ja klar. Ich weiß, dass alle denken, wir hätten keine Chance mehr, aber das ist natürlich Quatsch. Das habt ihr bei uns ja auch gedacht. Als wir gegen Real gespielt haben und da haben uns mehr oder weniger selber rausgeschossen. Also, nee, man kann gegen Augsburg verlieren, das ist uns schon aufgefallen. Und wenn man dann, paar 70 Minuten mit einem Mann weniger spielt in einer Phase, in der Augsburg seit 8 oder die komplette Rückrunde durch im Wochenrhythmus ganz normal Fußball spielt und die Bayern alle 3 Tage, dann ist das alles andere als leicht. Deshalb, von meiner Seite gibt es da keinen Vorwurf, das ist Fußball. Gibt es weitere Fragen? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann ziehen wir es auch nicht weiter in die Länge. Ich darf Ihnen eine gute Heimreise wünschen. Unseren Gästen aus Berlin natürlich ganz besonders. Bis demnächst. Tschüss.